Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal einen Kracher für euch, und zwar die neueste Maschine von Einhell, die zur Power Exchange Familie gehört, mit den tauschbaren Akkus, die in verschiedensten Geräten reinpasst und benutzt werden kann. Und zwar haben wir hier die Varito Multifunktionswerkzeug von Einhell, und diese möchte ich euch gerne hier kurz im Video vorstellen. Und fangen wir einfach mal mit dem Gerät an. Wir haben es auch hier schon vor euch, wie ihr sehen könnt. Das Besondere an dem Gerät ist hier das Quick Release zum Wechseln der einzelnen Werkzeugteile. Und das werde ich euch gleich auch nochmal vorführen. Und ich würde sagen, wir fangen erst einmal mit dem Inhalt an, was wir alles hier geliefert bekommen. Natürlich haben wir einmal hier die Bedienungsanleitung, die auch hier nochmal bebildert zeigt, was alles dabei ist und wie man das einspannt hier unten. Aber das zeige ich euch hier nochmal auch im Video selbst. Dann haben wir hier nochmal Sicherheitshinweise zum Akku und zu dem Werkzeug selbst. Und hier auch noch einzelne Adressen für einzelne Länder. Ich denke mal, das sind so Service-Adressen. Hier für Deutschland, IST GmbH. Dann schauen wir uns noch an, was für Werkzeug noch mit dabei ist. Wir haben hier einmal solche zwei Schaber, damit könnt ihr zum Beispiel ein alte Lacke oder Klebereste entfernen. Klappt auch ganz gut, diese sind auch scharf, also ein bisschen aufpassen, dass Kinder nicht in die Nähe von den einzelnen Werkzeugen kommen. Dann haben wir hier Werkzeug zum Eintauchen in Materialien, also diese auch zum Absägen. Hier haben wir einmal für Holz und Plastik. Das seht ihr hier, Wood und Plastik. Des Weiteren haben wir auch noch mal einen Einsatz für Metall. Und hier auch noch mal zum Sägen, auch noch mal für Holz und Aluminium. Dann einmal hier für Fliesen. Dann haben wir hier nochmal einen Aufsatz für Schleifpapier. Dieses ist hier auch noch im Lieferumfang enthalten. Hier kann man das an den Löchern festmachen. Leider bringt es momentan gar nichts, weil die Varito ja hat keinen Staubsaugeranschluss. Das heißt, da bringen diese Löcher eigentlich nicht viel, was ich jetzt auch leider nicht so wirklich verstehe. Schade. Ich habe aber in der Anleitung gelesen, es gibt irgendwie einen Staubsaugeradapter, den ich aber noch nicht finden konnte und auch nicht wüsste, wo man den anbringt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, kann man das hier an den Löchern dann so hier befestigen. Und ihr habt hier auch verschiedene Schleifpapiere mit verschiedenen Körnungen. Hier haben wir P120, dann habt ihr hier 60er Körnung, 80er, also 60 ist die gröbste Körnung, die wir hier dabei haben. Es sind ein paar dabei, und die könnt ihr dann je nachdem nutzen. Ja, mit dem Werkzeug kann man zum Beispiel Zargen ausschneiden unten an den Rändern, wo dann der Laminat drunter kommt, damit man saubere Zargen aussägen kann. Dazu nimmt man dann zum Beispiel diesen Aufsatz hier, und den werden wir auch gleich mal ausprobieren und festmachen. Ja, kommen wir nochmal zum Gerät hier. Wie gesagt, das Tolle ist, ihr braucht hier kein spezielles Werkzeug, um immer hier die einzelnen Adapter hier zu wechseln. Dazu ist dieser Quick Release hier. Ihr seht auch hier die Pfeilrichtung zum Öffnen nach rechts und zum Schließen wieder nach links. Dann haben wir hier drunter auch gleich den Ein- und Ausschalter, und hier unten haben wir die Drehzahlregelung von Minimum bis 5 Maximum. Ja, insgesamt haben wir hier ein
griffiges, ja, überall, wo das Schwarze hier ist, dass es gummiert und ist für den Grip gedacht, also für die Griffigkeit des Gerätes. Es sitzt auch sehr gut in der Hand, wie ich finde. Man kann das auch mit kleineren Händen gut festhalten und hat auch alles sozusagen im Griff. Ja, hier auf der Rückseite kommt dann der Power Exchange Akku rein, den wir auch hier gleich auch reinmachen können. Einfach von unten reinschieben, bis er einrastet. Hier kann ich nochmal schauen, wie viel Akku ich habe. Es sind nur noch zwei Lämpchen von drei vorhanden. Also ich schätze mal ungefähr so 70% Restakku könnten es noch sein. Ja, kommen wir jetzt hier zum Quick Release. Und zwar ist es, wenn ihr das aufdreht, das könnt ihr hier vielleicht gleich erkennen, geht das Ganze hier nach oben und ihr könnt es hier so weit rausziehen und auch jetzt loslassen und jetzt einfach euer Werkzeug, sage ich mal, austauschen. So, dadurch, dass hier verschiedene Verzahnungen sind und hier auch diese Löcher, könnt ihr das auch in verschiedenen Winkeln aufstellen, wie ihr gerade möchtet oder wie ihr auch Platz habt, wo ihr das auch verwendet. Und das ist, wie gesagt, euch überlassen, wie ihr das hier dann reinmacht. Ich mache das jetzt mal hier einfach so provisorisch gerade. Und der Clou ist jetzt hier, wenn ich das jetzt hier zurückmache, hier den Hebel, dann geht diese Aussparung hier nach außen und spannt sozusagen somit auch das Werkzeug. Ich versuche das mal jetzt hier nochmal scharf zu stellen. Ja. So, jetzt gehe ich einfach mal zurück. Seht ihr? Und so wird dann das Werkzeug hier gespannt und es ist jetzt auch hier fest drin. Und es kann auch nichts wegfliegen oder rausfallen und man kann sich damit dann sozusagen auch nicht verletzen natürlich. Ja, ich schalte jetzt mal kurz hier das Gerät ein, damit ihr mal vom Geräuschpegel hört, wie laut es ist. Es ist einigermaßen laut, muss ich schon zugeben, aber ja, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne, wie man so schön sagt. Und das ist auch hier kein Spielzeug. Machen wir mal an. Das ist die kleinste Stufe. So, wie ihr hört, hat er schon einen lauten Geräuschpegel. Aber das muss auch sein bei diesen Bewegungen hier 11.000 bis 20.000 pro Minute. Je nachdem, welche Geschwindigkeit, ich glaube bis zu 40.000 Rotationen, sage ich mal, kann das Gerät schaffen bei höchster Stufe. Und wie gesagt, je nachdem, welchen Aufsatz ihr nutzt, je nachdem, was ihr mit dem Gerät machen möchtet, stellt ihr dann individuell hier die Geschwindigkeit am Gerät ein. Ja, ich werde jetzt hier noch ein paar Sachen in der Werkstatt versuchen zu schneiden und viel Spaß noch weiterhin beim Zuschauen, was wir da alles noch so sägen und was wir damit noch so machen. So, jetzt habe ich den Adapter drauf gemacht, mit dem ihr zum Beispiel Zargen gerade abschneiden könnt, um da drunter dann mit eurem Laminat drunter zu kommen. Ich habe es euch im Beispiel schon vorhin mal gezeigt. Ich möchte jetzt bloß hier kurz zeigen, wie das in Holz schneidet. Denn bei mir sind die Zargen alle schon in Ordnung und dann möchte ich auch jetzt nicht irgendwie weiter was kaputt machen. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal so einen Holzbalken und wir sägen einfach mal ein bisschen rein. So, das Holz ist auch sehr stabil, da ist es schon etwas schwer damit. Ihr müsst bedenken, Zargen sind etwas dünner und da geht es auch dann etwas leichter vonstatten. Aber im Prinzip her könnt ihr das damit auf jeden Fall locker durchschneiden, die Zargen. Und
Schauen wir mal, was wir noch an Adapter dabei haben. Des Weiteren eignet sich auch das Metallsägeblatt natürlich, um auch Metallgegenstände, sage ich mal, zu schneiden, so wie zum Beispiel überstehende Schrauben oder so irgendwie Rohre, die aus der Wand bei der Installation rausschauen, die man bündig mit der Wand, sagen wir mal, absägen will, und das kann man hier mit dem Adapter machen. Und ich habe jetzt mal ein Metallrohr, das versuche ich auch mal durchzuschneiden. Sehen könnt, klappt das auch wunderbar. Wie gesagt, wenn das jetzt zum Beispiel hier die Wand wäre, dann hättet ihr das hier jetzt bündig abgeschnitten, und dafür eignet sich das Gerät auch super. Ja, was kann es noch? Zum Beispiel kann man einfach Holz schleifen. Ich habe hier jetzt einfach mal das Schleifpapier hier aufgesetzt mit einem Adapter. Und dann könnt ihr, wie gesagt, Holzflächen damit bearbeiten, diese schleifen. Und das probieren wir jetzt einfach mal. So, man sieht auch schon einen Unterschied, das ist hier auf jeden Fall schon mal sehr viel feiner geworden und auch glatter. Ihr könnt es natürlich für verschiedene Sachen verwenden, wie gesagt, für Holz, zum Beispiel Holzrahmen, den alten Lack zu entfernen und so weiter, oder irgendwelche Sachen anzurauen, um diese dann zu lackieren. Könnt ihr alles mit dem Gerät super einfach machen. So, mit diesem Adapter könnt ihr zum Beispiel auch in Holz eintauchen und so auch kleinere Elemente, so wie ich jetzt hier in dem Beispiel, herausschneiden. Und ja, das Holz ist, wie gesagt, dieser Balken sehr stabil, da ist, dauert es auch ein bisschen, aber es geht. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt irgendwie ein dünneres Holz bearbeiten möchtet und da irgendwie kleine Ecken rausschneiden möchtet, das klappt wunderbar mit dem Gerät. Und auch mit dem Messer. Ich probiere es jetzt hier einfach mal. Es ist ein bisschen schwierig, wenn ich mit einer Hand halte und der anderen hier aufnehme. Schauen, ob alles noch gut und fest ist, nicht, dass mir das entgegenfliegt. Schaut gut aus.
habe ich nochmal hier ein kleines Stück rausgeschnitten. Ihr seht, es geht. Es ist auf jeden Fall ein massiver Block und deswegen ist es ein bisschen mehr anstrengend für die Messer dieses Adapters. Aber ansonsten kein Problem, ihr müsst halt ein bisschen Zeit einplanen und auch langsam an die Sache heranmachen. Ich wollte es bloß hier kurz euch vorstellen, was ihr so alles damit machen könnt. Es gibt sehr viele Einsatzbereiche. Ihr habt gesehen, ihr könnt schleifen, ihr könnt sägen, ihr könnt verschiedene Sachen aus Materialien herausschneiden. Das ist auch für Kunststoff und so weiter auch gut geeignet. Und probiert es einfach mal selber aus. Auf jeden Fall macht das Gerät auf jeden Fall einen guten Eindruck. Hält sich auch gut in der Hand und auch beim Arbeiten spürt man die Vibration jetzt nicht stark irgendwie, dass es störend ist und man kann damit auf jeden Fall lange genug arbeiten. Ja, das war's auch schon soweit. Danke euch Leute fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte ein paar Tipps und Einsatzmöglichkeiten aufzählen hier und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.